Ja, ich habe das erste Mal mit Tierleben zu tun gehabt auf dem Sunnerhof in Tufers. Da war eine Fortbildungsveranstaltung und da habe ich die Uli Nuck kennengelernt und den Erik Schmidt. Und der Funke ist gleich übergesprungen. Also über Tiere habe ich gelernt, dass man sie behandeln sollte, als wäre normale Mensch. Also wir sollten sie gut behandeln, wir sollten sie respektieren. Und wir sollten nicht so dastehen, als wäre Chefs, weil Tiere haben auch sehr viele Rechte. Ich finde es wichtig, dass Kinder auch schon früh lernen, Umgang mit Tieren. Es ist jetzt egal, Hund, Katz oder andere Nutztiere. Weil viele Kinder haben halt Angst, weil sie nicht genau wissen, wie müssen sie mit den Tieren umgehen. Und davor finde ich es einfach wichtig, dass man das schon im Kindesalter nicht hat. Ja, wir haben halt da immer verschiedene Themen gemacht. Und die Rätsel sind dann natürlich am besten gefallen. Also das Interessanteste war, dass man halt auch gelernt hat, dass man halt auch schauen soll in der Wildnis, wenn man was hört oder so, oder wenn man was isst. Also wir haben ein Gruppenspiel gemacht, dass wir über Tiere, zum Beispiel die Kuh, Informationen gesammelt haben. Wir haben eine Zeichnung gemalt. Wir haben sehr, sehr gute Unterrichtsmaterialien bekommen. Die werden laufend im Unterricht eingesetzt. Wir haben gelernt, wenn die Schweine nicht geringelt haben, dann sind sie zufrieden. Und bei den Hähnen sind käfighaltig, sind 2009 verboten. Die Katze braucht, also die sollte man auch streicheln. Und sie braucht noch Auslauf, also draußen. Aber es gibt auch Hauskatzen. Biorinder heißt, dass sie zum Beispiel mit Essen, also mit verschiedene Körner oder so gefüttert wurden oder spezielles Heu oder so. Also dass sie richtig schönes Leben haben, bis sie dann mal geschlachtet wurden. Schlachten, ja, habe ich noch nie gesehen, will ich auch, glaube ich, nie sehen. Man sollte die Schweine betäuben, aber es gibt halt auch Menschen, die sie betäuben, aber nicht so ganz. Dann können die Schweine leider noch den Schmerz empfinden. Sie haben ihre Hörner für die Rangordnung. Man sollte bei den Eiern schauen, was für Zahlen da ist. 0 ist für Biohaltung. Meine Mama kauft jetzt eigentlich auch nur noch Biomilch oder Biozeug, wo ihre das erzählt haben. Die haben es mit ihrer Gatte gesehen, wie das, also das müsste ein Film schauen und so. Die kauft eigentlich immer noch Biozeug. Ein Produkt von der Zusammenarbeit mit Tierleben ist Schule am Bauernhof, wo der Sunnerhof mittlerweile ebenfalls zertifizierter Betrieb ist, um Schule am Bauernhof durchführen zu können. Tierleben sponsert uns das Projekt die Hundeeinsätze in Rankwall. Das ist eine Kindertagesgruppe, wo einmal in der Woche ein Hund kommt, beziehungsweise kommen zwei Hunde. Und das ist ein ganz wunderbares Projekt, das so sehr berührend ist und das so sehr erfolgreich ist. Der Hund bringt eigentlich Beruhigung für die Kinder. Also alleine die Anwesenheit beruhigt die Kinder schon und sie sind auch viel motivierter, gehen gern zur Schule. Mir hilft da vielmal, wenn er jetzt vorbeiläuft, dann streichle ich ihn meistens ein klein. Wenn ein Hund in der Klasse ist, für mich ist dann viel leichter zum Lernen. Ich fände es super, wenn man zu Beginn eines Schuljahres zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Tierleben ein Projekt über das ganze Jahr ausarbeiten könnte, um zum Beispiel Bauernhöfe in verschiedenen Bereichen zu besuchen, vielleicht einmal Schwerpunkt Milchwirtschaft mit Sennerei und dann vielleicht Rinderbauernhöfe und mal Hühner. Das wäre hochspannend, finde ich, und es wäre einfach ein großes Konzept dahinter, wo die Kinder sicher profitieren könnten.